Moin, moin. Meine Güte, was habe ich mir letztes Mal einen abgestottert zur Begrüßung. Guten Abend, guten Mittag, guten Morgen oder was irgendwo immer ihr seid. Wo ich herkomme, sagt man moin, moin. Kann man den ganzen Tag sagen. Also, herzlich willkommen zu einer weiteren Lesung von Babylon nach Rom von Alexander Hislop im Original The Two Babylons. Wir befinden uns im zweiten Kapitel, immer noch unter dem Punkt Gegenstände der Verehrung, wo es jetzt weitergeht im Abschnitt 2, das heißt Mutter und Kind und das Urmodell des Kindes. Das ist der Anfang und danach geht's gleich weiter im Unterabschnitt 2a, das Kind in Assyrien. Nun, was ich euch eben ankündigen muss, ist, dass es normalerweise eine 14-seitige Geschichte, was ich heute lesen wollte. Ob ich das alles auf einmal geschafft kriege, weil ich will es ungefähr bei einer Stunde halten, dass mir nicht die Leute einschlafen beim Zuhören. Werden wir sehen, wie weit wir kommen, ne? Also, wir fangen jetzt an mit Mutter und Kind, das Urmodell des Kindes im Kapitel 2 von Babylon nach Rom. Ich wünsche euch viel Spaß und wie immer, Kommentare sind willkommen, auch Fragen. Wenn ich sie beantworten kann, tue ich das immer gerne. Und von daher legen wir mal los. Dies war die Theorie, die wir halt im vorigen Kapitel oder in der vorigen Lesung gesprochen hatten. Aus den drei Personen war der ewige Vater, der Geist Gottes, Fleisch geworden in einer menschlichen Mutter und ein göttlicher Sohn, die Frucht dieser Fleischwerdung geworden. Dies war die Theorie. In der Praxis jedoch wurde die erste Person der Gottheit übersehen. Als der große Unsichtbare, der keinen unmittelbaren Anteil an menschlichen Angelegenheiten nahm, war er, Zitat, durch Stille allein zu verehren, Zitat Ende. Das heißt, in Wirklichkeit wurde er von der Menge überhaupt nicht verehrt. Indien heute illustriert dies in auffallender Weise. Obwohl Brahma nach den heiligen Büchern die erste Person der hinduistischen Dreiheit ist und die Religion von Hindustan nach diesem Namen benannt ist, wird er doch nie verehrt. Und es ist heute kaum noch ein Tempel in ganz Indien übrig von denen, die einst zu seiner Ehre errichtet wurden. Ebenso ist es auch in jenen Ländern Europas, in denen das päpstliche System am vollständigsten entwickelt ist. Im päpstlichen Italien, außer dort, wo das Evangelium kürzlich Eingang gefunden hat, ist, so geben die es Reisende allgemein zu, jeder Anschein der Anbetung des ewigen und unsichtbaren Königs fast erloschen. Wohingegen die Mutter und das Kind die großen Gegenstände der Anbetung sind. Genauso war es, was Letzteres betrifft, im antiken Babylon. Die Babylonier verehrten in ihrer Volksreligion vorrangig eine Muttergottheit und einen Sohn, der in Statuen und Bildern als Säugling oder Kind in den Armen seiner Mutter dargestellt wurde, wie wir in den Abbildungen 5 und 6, die ich hier in das Video einarbeiten werde, sehen können. Wo war ich denn stehen geblieben? Och, Mensch nochmal, da geht man einmal kurz mit den Augen weg. Von Babylon aus breitete sich diese Verehrung von Mutter und Kind bis ans Ende der Erde aus. In Ägypten auch heute noch als Isi und Iswara. Obwohl Iswara der Mann ist, der Isi ist, wird er auch als Säugling an ihrer Brust dargestellt. Und das ist eine Sache, das wird uns das ganze weitere Kapitel noch beschäftigen, dass der Mann oftmals auch das Kind ist oder das Kind oftmals auch der Mann ist. In Asien als Kybele und Deioius. Deioius, das ist ein ganz, ganz schwieriges Wort. Also, in Ägypten wurden Mutter und Kind unter den Namen der Isis und Osiris verehrt. Ja, Osiris als Kind, auch meistens Horus genannt. In Indien auch heute noch als Isi und Iswara. In Asien als Kybele und Deioisius. Im heidnischen Rom als Fortuna und Jupiter. Puer oder Pyr, das heißt Jupiter der Knabe. In Griechenland als Ceres, da erinnern wir uns noch an, ne? Ceres, die große Mutter mit dem Kind an ihrer Brust. Oder als Irene, die Göttin des Friedens mit dem Knaben Plutos in ihren Armen. Und selbst im Tibet, in China und Japan stellten die Missionare der Jesuiten erstaunt fest, dass die genaue Entsprechung zur Madonna, da gleich noch ein bisschen mehr hin, dass die genaue Entsprechung zur Madonna und ihrem Kind ebenso ehrfürchtig verehrt wird wie im päpstlichen Rom selbst. Xingmu, die heilige Mutter in China, wird mit einem Heiligenschein und einem Kind in ihren Armen dargestellt. Gerade so, als wäre ein römisch-katholischer Künstler beauftragt worden, sie zu anfertigen. Nun, bei dem Wort Madonna, da muss ich noch ein kleines bisschen extra Erklärung zu geben. Abgesehen davon, dass ich jetzt nicht
Entschuldigung, wirklich, die Mühe mache ich mir jetzt nicht. Das habe ich in Rulers und Ebel habe ich das gemacht, als wir über Madonna gesprochen haben. Eingegangen bin auf die Illuminatensängerin Madonna, die ihr ja wahrscheinlich kennt. Die ist ja die Mutter der Illuminatensängerin. Und wenn ihr mir da nicht glaubt, guckt euch das mal an. Ihre Auftritte im Super Bowl und weiß auch ich nicht wo. Also das ist nur Sonnengottverehrung und Satanismus, was sie bringt. Aber über den Namen Madonna gibt es eine interessante Fußnote, die der Alexander hier schreibt in seinem Buch. Und ich habe mir zur Angewohnheit gemacht, auch diese Fußnoten mit einzunehmen, wenn sie interessant sind. Und zur näheren Erläuterung des Namens Madonna, finde ich, ist das hier ganz interessant. Deswegen gehen wir eben ein wenig tiefer darauf ein, woher Hislop das weiß mit der Madonna. Dass wir auch nachvollziehen können, warum er das hier behauptet. Das ist im Anhang des Buches zu finden, wie ich genauer sagte. Nur die Quellenangaben, die während dieser Fußnote auch noch angegeben werden, die lasse ich aus. Das wäre jetzt zu kompliziert, das immer zu sagen, das hat er hiervon oder davon. Wenn ihr das wissen wollt, lest es selbst nach. Deswegen tue ich ja den Link des Buches auch als PDF in die Beschreibungsbox des Videos. Jedenfalls, genaue Entsprechung zur Madonna, sagt der Autor hier. Der Name, mit dem die Italiener im Allgemeinen die Jungfrau bezeichnen, ist nur die Übersetzung eines der Titel der babylonischen Gottheit. Wie Baal oder Belus der Name der großen männlichen Gottheit Babylons war, wurde die weibliche Gottheit Beltis genannt. Man fand heraus, dass dieser Name in Ninive auf die Mutter der Göttin angewendet wurde und in einer Rede, die Nebukadnezar, also der König von Babylon, zugeschrieben wird und uns in Eusebius Preparatio Evangelii erhalten geblieben ist, werden beide Titel Belus und Beltis als Titel des großen babylonischen Gottes und der Göttin vereint. Der griechische Belus, der höchste Titel des babylonischen Gottes, war unzweifelhaft Baal, der Herr. Darum war Beltis als Titel der weiblichen Gottheit die Entsprechung zu Baal-Ti, was im Deutschen meine Herrin, meine Frau ist, im Lateinischen mea domina und im Italienischen zu der wohlbekannten Madonna entstellt wurde. In Verbindung damit möchte ich anmerken, dass der Name der Juno, der klassischen Himmelskönigin, der im Griechischen Hera lautete, ebenso die Herrin bedeutete und dass der besondere Titel der Kybele oder Rea in Rom Domina, die Herrin, war. Überdies gibt's einen guten Grund zu glauben, dass Athena, der bekannte Name der Minerva in Athen, genau dieselbe Bedeutung hatte. Das hebräische Adon, der Herr, wird mit Punkten Aton ausgesprochen. Wir haben Beweise dafür, dass dieser Name den asiatischen Griechen, von welchen der Götzendienst in großem Maße ins europäische Griechenland einfloss, als Name Gottes in der Form von Atan bekannt war. Eustathios sagt in einer Anmerkung zur Periagesis des Dionysius, wobei es um lokale Namen in der Gegend von Laodicea geht, Zitat, Atan ist Gott, Ende Zitat. Die weibliche Form von Atan, der Herr, ist Athana, die Herrin, was im attischen Dialekt Athena ist. Es besteht kein Zweifel, dass Minerva allgemein als Jungfrau dargestellt wird. Dessen ungeachtet erfahren wir von Strabo, dass von ihr gesagt wurde, dass sie die Mutter des Korybant durch Helios oder die Sonne war. Es ist sicher, dass die ägyptische Minerva, die der Prototyp der athenischen Göttin war, eine Mutter war und als Muttergöttin oder Mutter der Götter bezeichnet wurde. Eine interessante Erklärung des Wortes der Madonna, deswegen die genaue Entsprechung der Madonna und ihrem Kind und die Verehrung davon. Nun fahren wir fort im Unterabschnitt 2a, das Kind in Assyrien. Es gibt einen guten Grund zu glauben, dass das Urmodell dieser Mutter, deren Verehrung so weit verbreitet ist, Semiramis war, die schon erwähnt wurde und bekanntermaßen von den Babyloniern und anderen östlichen Völkern verehrt wurde, und zwar unter dem Namen Rea, die große Muttergöttin. Jedoch erhielt sie all ihren Ruhm und ihr Anrecht auf Erhebung zur Göttin durch ihren Sohn. Dieser Sohn war, auch wenn er als Kind in seiner Mutter Armen dargestellt wurde, eine Person von hohem Wuchs und enormen Körperkräften sowie von höchst faszinierendem Verhalten. In der Heiligen Schrift wird auf ihn unter dem Namen Tammuz Bezug genommen, so wie wir in Hesekiel 8, Vers 14 lesen können, Zitat, »Und er führte mich hinein zum Tor, an das Herrenhause, das gegen Mitternacht steht, und siehe, da selbst saßen Weiber, die weinten über den Tammuz«, Ende Zitat aus Hesekiel.
wobei er aber den klassischen Schreibern allgemein unter dem Namen Bacchus bekannt ist, was der Beweinte bedeutet. Also, wenn wir in der Bibel über Tammuz sprechen, und das Hesekiel, was ich gerade vorgelesen habe, ist sehr interessant für euch zu sehen, da stehen die Männer mit dem Rücken zum Heiligen, zur Sonne gerichtet, die Sonne anzubeten, und die Frauen sitzen auf der Treppe und weinen über Tammuz. Ein ganz wichtiger Teil in der Bibel, sollte man sicher sich anschauen. Ist sehr interessant. Und dieser Tammuz ist halt unter den Heiden auch bekannt unter dem Namen Bacchus. Und da gehen wir, glaube ich, in der Zukunft noch eine ganze Menge drauf ein, auf den Bacchus. Und ich bin eine ganze Menge eingegangen auf Bacchus in Rulers of Evil, falls euch das im Englischen interessieren sollte. Jedenfalls, Bacchus steht hier für der Beweinte. Für den einfachen Leser bedeutet der Name Bacchus nicht viel mehr als Festlichkeiten und Trunkenheit an. Aber es ist bekannt, dass inmitten all der Gräuel, die diese Orgien begleiten, ihre große Absicht erklärtermaßen, Zitat, die Reinigung der Seelen war, Ende Zitat. Und zwar von der Schuld der Beschmutzung der Sünde. Dieser Beweinte, als kleines Kind in seiner Mutter Armen dargestellt und verehrt, scheint in Wirklichkeit der Gatte des Semiramis gewesen zu sein, dessen Name Ninus, unter welchem er im Allgemeinen der klassischen Geschichte bekannt ist, wörtlich Sohn bedeutete. Da Semiramis, die Gattin, als Reha angebetet wurde, deren großes Kennzeichen das der großen Muttergöttin war, war ihre Verbindung mit ihrem Gatten unter dem Namen Ninus Sohn ausreichend, um zur besonderen Verehrung von Mutter und Sohn zu führen, die unter den Völkern der Antike so weit verbreitet ist. Zweifellos ist dies auch die Erklärung dafür, dass Ninus manchmal als der Gatte und manchmal als der Sohn des Semiramis bezeichnet wird, was die Forscher der alten Geschichte so sehr verwirrt hat. Dies erklärt auch die Herkunft der gleichen Verwirrung über die Beziehung zwischen Isis und Osiris, Mutter und Kind bei den Ägyptern. Denn wie Bunsen aufzeigt, wurde Osiris in Ägypten zugleich als Sohn und Gatte seiner Mutter dargestellt und trug als einen seiner Würden und Ehrentitel den Namen Gatte der Mutter. So, da lesen wir mal eben die Fußnote zu, um das besser zu verstehen. Gatte der Mutter. Ich möchte hier anmerken, sagt der Autor, dass genau dieser Name, Gatte der Mutter, der Osiris verliehen wurde, sogar heute noch in englischsprachigen Ländern im allgemeinen Gebrauch zu sein scheint, auch wenn es nicht die leiseste Spur dafür gibt, was der Begriff bedeutet, beziehungsweise woher er kommt. Herodot erwähnt, wie erstaunt er war, als er in Ägypten genau das gleiche traurige, aber hinreißende Lied von Linus hörte, von den Ägyptern gesungen, wenn auch unter einem anderen Namen, dass er in seinem eigenen Herkunftsland Griechenland zu hören gewohnt war. Linus war derselbe Gott wie der Bacchus der Griechen oder Osiris von Ägypten, denn Homer stellt einen Jungen vor, der während der Weinlese das Lied von Linus singt, und der Scholiast sagt, dieses Lied sei zum Gedenken an Linus gesungen worden, der von Hunden in Stücke gerissen worden sei. Der Beiname Hunde, der sie beschreibt, die Linus in Stücke rissen, wird offensichtlich in mythologischem Sinn verwendet, und es wird sich später herausstellen, wie vollständig er durch den anderen Namen, unter dem er bekannt ist, Narzissus, als der griechische Bacchus und der ägyptische Osiris identifiziert wird. An manchen Orten Ägyptens scheint für das Lied von Linus oder Osiris eine eigentümliche Melodie verwendet worden zu sein. Savory sagt, dass im Tempel von Abydos der Priester die sieben Vokale in Form von Lobgesängen wiederholte und dass es den Musikern verboten war, einzutreten. Strabo, auf den sich Savory bezieht, nennt den Gott dieses Tempels Memnon. Aber von Wilkinson erfahren wir, dass Osiris der große Gott von Abydos war, so dass offensichtlich ist, dass Memnon und Osiris nur unterschiedliche Namen derselben Gottheit waren. Der Name des Linus oder Osiris als Gatte seiner Mutter lautete in Ägypten Kamut, genau wie diese Weizensorte, die man kauft, Kamut heißt. Als Papst Gregor der Große in die römische Kirche das einführte, was jetzt als gregorianische Gesänge bezeichnet wird, übernahm er sie von den chaldäischen Mysterien, die schon lange in Rom eingeführt waren, denn der römisch-katholische Priester Justus gibt zu, dass diese Gesänge weitgehend aus lydischen und phrygischen Melodien bestanden, wobei Lydien
und Phrygien zu späteren Zeiten zu den Hauptsitzen der Mysterien gehörten, von denen die ägyptischen Mysterien nur einen Zweig bildeten. Diese Melodien waren heilig, die Musik des großen Gottes, und als Gregor sie einführte, führte er damit die Musik des Kamut ein. Und so geschah es allem Anschein nach, dass der Name des Osiris oder Kamut, der Gatte der Mutter, in den englischsprachigen Ländern als Bezeichnung für die Tonleiter in der Musik in alltäglichem Gebrauch ist. Denn was ist die Melodie des Osiris bestehend aus den zu einem Lobgesang gestalteten 7 Vokalen anderes als die Tonleiter, die im Englischen Gamut heißt? Also, wir kommen von Kamut, Kamut, zu der Tonleiter, die im Englischen Gamut heißt, Gamut. Seht ihr die Verwandtschaft und wie das alles zusammenhängt? Das finde ich so faszinierend, nicht nur an diesem Buch, das finde ich so faszinierend an dieser ganzen Lehre. Wenn man sich mit diesen, ja, heidnischen Göttern beschäftigt, wo das alles herkommt. Und wenn man dann sieht, was einem heutzutage als Christentum verkauft wird, Menschen, darum geht's doch in diesem Buch. Diese ganzen heidnischen Göttertraditionen, die ich euch hier erkläre, werden doch nur dazu gebraucht, um euch das heute als Christentum unter dem Titel Katholizismus, römisch-katholische Kirche, zu verkaufen. Was hat das denn bitte schön mit dem geschriebenen Wort Gottes zu tun? Was hat das mit der Bibel zu tun? Vielleicht könnt ihr mir darauf antworten. Ich finde, es hat da gar nichts mit zu tun. Es ist eine Entführung, eine Missstellung des Christentums. Es ist eine Vergewaltigung des Christentums. Vielleicht kann man das so am besten sagen. Also jedenfalls war das ja schon mal ein ganz interessanter Abschweif eben mal zum Gatte der Mutter, um da mal eben hin abzuschweifen, auf diesen Kamut. Dies wirft nun mehr Licht auf die bereits erwähnte Tatsache, dass der indische Gott Ishwara als kleines Kind an der Brust seiner eigenen Frau Isi oder Parvati dargestellt wird. Dieser Ninos oder Sohn also, den die babylonische Madonna, ja, Semiramis, in ihren Armen trägt, wird so beschrieben, dass er ganz klar als Nimrod identifiziert werden kann. So, Nimrod, da kann ich jetzt natürlich nicht soeben drüber hinweglesen. Meine Zuhörer und Zuschauer, die sich mit der Bibel befassen, die werden natürlich ganz deutlich wissen, wer Nimrod ist. Und ich habe vorher den Namen Semiramis erwähnt. Und was der Autor bis jetzt hier so nicht erwähnt hat, möchte ich dann gerne mal eben klarstellen für die Leute, die es noch nicht wissen. Nimrod, der erste König dieser Erde, der Gründer von Babylon, der Ehemann von Semiramis, der, nachdem er gestorben war, in viele Teile zerteilt wurde, von dem Semiramis die verschiedenen Teile dann wieder aufgesammelt hat und bis auf eins nicht gefunden hat. Das einzige Teil, das von ihm nicht gefunden wurde, klingt vielleicht lachhaft, ist sein Geschlechtsteil. Und daher haben wir überall auf der Welt diese Obelisken in Paris, in London, einen ziemlich großen in Rom auf dem Petersplatz, in der Mitte vor der Basilikum, in der Mitte vor dem Sonnenrad, ja, dem achteckigen, dem achtspeichigen Sonnenkreuz, das den St. Petersplatz kennzeichnet, und das Washington Monument. Und den größten Obelisken überhaupt in Texas solltet ihr euch mal angucken. Da oben drauf ist dann sogar, der ist ein bisschen größer als das Washington Monument, das mit 555 Fuß Höhe, 55,5 Fuß Breite und 55,5 Fuß Tiefe, 55,5, 55,5 und 555 auf 666 Fuß in total in der Größe kommt, ist der texanische selbst noch ein Tickchen größer, und da oben drauf ist ein riesiges Pentagramm. Aber jetzt schweife ich zu sehr ab hier. Ich hatte mir eine Nota gemacht über den Nimrod, der halt, nachdem also er war der König, Semiramis war seine Frau, er wurde getötet, zerstückelt, alles bis auf ein Stück hat sie zurückgefunden und zusammensetzen können, aber sein Geschlechtsteil hat sie nicht gefunden. Daher kommt diese Obelisken, die wir heute übrigens noch in der Kirche zurückfinden. Was denkt ihr, warum die Kirchen all solche steilen Dächer haben? Diese spitzen Dächer,
Das ist, weil das vom Obelisken abgeschaut ist. Das ist ein Sexual. Das ist der Sexualkult der römisch-katholischen Kirche. Und da jedenfalls behauptete danach Semiramis, dass Nimrod in der Sonne wiedergeboren wurde und dass sie davon beschwängert wurde. Und als sie dann ihr Kind zur Welt brachte, den Tammuz, hatte sie eben gleichzeitig ihr Kind und ihren Mann sozusagen in der Hand. Ne? Also das mal eben so als Hintergrund, das hat der ja Hislop noch nicht geschrieben, da kommen wir vielleicht später noch zu. Aber Nimrod, und da will ich jetzt eben mal drauf hinaus, Nimrod ist für den Gedankengang dieses Buches von zentraler Bedeutung. Da kann ich dem Autor nur zustimmen. Der Bibel zufolge ist er als Gewaltherrscher der erste König der Erde. So können wir im ersten Buch Mose, Kapitel 10, Vers 10 nachlesen. Und daher ist er das Urbild für den Gegenspieler des Messias, des wahren Königs und Erlösers der Menschen. Da geht es doch drum, der große Kampf zwischen Gott und Satan. Gott gibt uns ein Bild, das ist die Wahrheit, und Satan nimmt dieses Bild, dreht es 180 Grad ins Verkehrte um und gibt das für seine Wahrheit aus. Aber, und das ist wichtig, um zu begreifen, Satans Lügen basieren immer auf einem Körnchen Wahrheit. Es geht darum, diesen Berg der Lügen zu durchkämmen und dieses eine Körnchen Wahrheit daraus picken zu können und dann die eine Wahrheit an die andere Wahrheit anzuknüpfen. Nun kann man das machen, wenn man die ganzen Lügenberge durchsuchen will. Das ist jeweils wie die Nadel im Steck, wie die Stecknadel im Heuhaufen suchen, kann ich euch garantieren. Oder man kann sich's leichter machen. Man nimmt einfach die Bibel als die Wahrheit. Und wenn man die Bibel kennt und von daher die Wahrheit kennt, dann ist es auch viel leichter, die Lüge zu entdecken. Und deswegen kann ich nur sagen, Bibelstudie, Bibelstudie, Bibelstudie. Wer das Wort Gottes kennt, der kann die Lüge Satans leicht identifizieren und der hat ein viel leichteres Leben. Nun gut. Entschuldigung für die Abweichung hier. Aber meine persönliche Erklärung gehört ja auch immer ein bisschen dabei, ne? Finde ich doch zumindest. Wie ich gerade eben sagte, dass Nimrod der erste Gewaltherrscher und König der Erde ist, wie wir im 1. Mose 10, Vers 10 nachlesen können, deswegen lese ich euch mal eben kurz ein paar Verse daraus vor, fange aber an bereits beim 1. Mose, also im Buch Genesis, im 8. Vers. Zitat: Kuss, Chus, ne? Kuss, also ich weiß nicht, wie man das sonst im Deutschen ausspricht. Ich spreche das Kuss aus, so spricht man das im Englischen aus. Kuss aber zeugte den Nimrod. Der fing an, ein gewaltiger Herr zu sein auf Erden und war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Daher spricht man, das ist ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn, wie Nimrod. Und der Anfang seines Reiches war Babel, Erech, Akkad und Kalne im Lande Sinear, oder wie man im Englischen so schön sagt, Shinar. Man spricht dann auch von der Shania Glory. Von dem Land ist er gekommen nach Assur und baute Ninive und Rehoboth, Ir und Kala, dazu Riesen zwischen Ninive und Kala. Ja, also, das war eine kleine Erklärung, dass ihr schon mal ein bisschen eine Idee habt, wer Nimrod ist, den wir auch als Ninos weiterhin noch besprechen werden hier. Ninos, König der Assyrer. Da kleine Fußnote vom Autor eben mit bei, über den König der Assyrer. Die Bezeichnung Assyrer hat, wie bereits angemerkt, eine breit gefächerte Bedeutung unter den klassischen Autoren, wobei die Babylonier ebenso eingeschlossen werden wie die eigentlichen Assyrer. Also, wenn wir über Assyrier sprechen hier, vergesst nicht, dass wir uns immer auch beziehen auf die Babylonier. Okay? Ninos, König der Assyrer, sagt Trogus Pompeius in einer Zusammenfassung von Justinus, änderte zunächst die zufriedene Mäßigkeit der Lebensweise dieser grauen Vorzeit, angespornt durch eine neue Leidenschaft, den Wunsch nach Eroberung. Er war der Erste, der Krieg gegen seine Nachbarn führte, und er, Entschuldigung, und er eroberte alle Völker von Assyrien bis Libyen, da sie noch nicht mit den Künsten des Krieges vertraut waren. Dieser Bericht weist direkt auf Nimrod hin und kann auf niemand anderen angewendet werden. Der Bericht von Diodorus Siculus stimmt damit völlig überein und fügt einen weiteren Charakterzug hinzu, der seine Identität noch besser feststellen lässt.
Dieser Bericht lautet, Zitat, Ninos, der älteste in der Geschichte erwähnte assyrische König, leistete Großes. Vergesst nicht, assyrische Babylonien, ne? Da er von Natur aus kriegerisch veranlagt und begierig nach Ruhm war, der aus Tapferkeit hervorging, bewaffnete er eine beträchtliche Anzahl junger Männer, die wie er tapfer und kräftig waren, trainierte sie über lange Zeit und durch schwere körperliche Bewegung und Härte und gewöhnte sie mit diesen Mitteln daran, die Strapazen des Krieges zu ertragen und Gefahren unerschrocken gegenüberzustehen. Ende Zitat. Diodorus nennt also Ninos, den ältesten der assyrischen Könige, und sagt von ihm, dass er jene Kriege begann, die seine Macht außerordentlich groß werden ließen, da sie ihm das Volk von Babylonien unterwarfen, während bisher die Stadt Babylon noch nicht existierte. Dies zeigt, dass er genau die Stellung des Nimrod einnahm, von welchem die Heilige Schrift berichtet. Er wäre der Erste, der Macht gewann auf Erden, und der Anfang seines Königreichs war Babel. Erstes Buch Mose, Vers 10, wie ich bereits erwähnt habe. Also Kapitel 10, Vers 10. Als die Erbauer Babels nach der Verwirrung ihrer Sprache über die Erde verstreut wurden und daher sowohl die Stadt als auch den Turm verließen, den sie zu bauen begonnen hatten, konnte man von Babylon nicht wirklich sagen, dass es als Stadt existierte, bevor Nimrod es nicht zur Grundlage und zum Ausgangspunkt seiner Herrschaft machte, indem er dort seine Macht etablierte. In dieser Hinsicht harmonieren die Geschichten von Ninos und Nimrod genau miteinander. Auch ist die Art, wie Ninos zu seiner Macht kam, genau die gleiche wie bei Nimrod. Es kann keinen Zweifel daran geben, dass er seine Anhänger mittels Abhärtung durch Plackereien und Gefahren der Jagd schrittweise zum Gebrauch von Waffen heranbildete und sie so darauf vorbereitete, ihm zum Aufrichten seiner Herrschaftsgebiete zu verhelfen. Genau wie Ninos seine Gefährten dazu heranbildete, dass sie ihn zum ersten assyrischen König machten, indem er sie durch schwere körperliche Bewegung und Härte lange Zeit trainierte. Die Schlussfolgerungen, die sich von diesen Zeugnissen der Geschichte des Altertums ableiten lassen, werden durch viele zusätzliche Überlegungen erhärtet. Im ersten Buch Mose, Kapitel 10, Vers 11, finden wir einen Textabschnitt, der, wenn seine Bedeutung richtig verstanden wird, ein sehr zuverlässiges Licht auf dieses Thema wirft. Deswegen habe ich ja vorhin zwischen 8 und 11 vorgelesen. Dieser Abschnitt lautet nach der King James Bibel folgendermaßen. Zitat: Von diesem Land aus Azur baute er baute Nineveh. Also von diesem Land zog Assur aus und baute Nineveh. Zitat Ende. Der Text spricht davon, dass Assur aus dem Lande China, wie ich bereits bemerkte, auszog, als wäre es etwas Bemerkenswertes, während doch die Menschen ganz allgemein aus demselben Land auszogen. Er basiert auf der Annahme, dass Assur eine Art göttlichen Rechts auf dieses Land hatte und irgendwie von Nimrod daraus vertrieben worden war, während im Kontext anderswo kein göttliches Recht erwähnt wird oder nachgewiesen werden kann. Überdies berichtet der Text, dass Assur in der unmittelbaren Nachbarschaft Nimrods ein ebenso mächtiges Königreich wie Nimrod selbst errichtete, wobei Assur 4 Städte baute, von denen eine, und dies wird betont, groß gewesen ist. Das lesen wir dann im Vers 12. Dagegen baute Nimrod nach dieser Übersetzung genauso viele Städte, von denen keine speziell als groß gekennzeichnet wird. Nun ist es letztlich unwahrscheinlich, dass Nimrod einen so mächtigen Rivalen in seiner Nähe still ertragen hätte. Um derartige Schwierigkeiten zu beseitigen, wurde vorgeschlagen, die Worte so wiederzugeben. Zitat: Von diesem Lande zog er, Nimrod, nach Assur oder Assyrien aus. Zitat Ende. Dann aber hätte gemäß der herkömmlichen Verwendung der Grammatik das Wort im Original Ashura heißen müssen, unter Beifügung eines Zeichens von Bewegung an einen Ort, während es jedoch einfach Ashur ohne Beifügung eines solchen Zeichens von Bewegung heißt. Ich bin davon überzeugt, fährt der Autor fort, dass die ganze Verwirrung, die die Kommentatoren bisher empfanden, wenn sie diesen Textabschnitt betrachteten, von der Annahme herrührt, dass es in dem Abschnitt einen Eigennamen gibt, während in Wirklichkeit kein Eigenname vorkommt.
Ashur ist das Partizip passiv eines Verbs, das in seinem chaldäischen Sinn stark machen bedeutet und meint folglich gestärkt werden oder stark gemacht sein. So gelesen lautet der ganze Abschnitt schlicht und einfach ab Vers 10 in der Bibel: Und der Anfang seines Nimrods Königreichs war Babel und Erech und Akkad und Kalne. Zitat Ende. Ein Anfang schließt natürlich ein, dass etwas darauf folgt. Und das finden wir hier im Vers 11. Zitat: Von diesem Lande zog er, stark gemacht, oder als er stark gemacht worden war, Aschur, aus und baute Ninive. Zitat Ende. Und so weiter. Dies stimmt dann genau mit der Aussage von Justinus über die Geschichte des Altertums überein. Zitat: Ninus stärkte die Größe seines erworbenen Herrschaftsbereichs durch fortgesetzte Inbesitznahme. Als er nach Unterwerfung seiner Nachbarn durch eine Zunahme seiner Macht noch mehr gestärkt wurde, zog er gegen andere Stämme aus, und jeder neue Sieg bereitete den Weg für die nächsten. Er unterwarf sich alle Völker des Ostens. So war also Nimrod oder Ninus der Erbauer von Ninive. Und dadurch wo erklärt sich die Herkunft des Namens dieser Stadt als Wohnung des Ninus und wirft gleichzeitig Licht auf die Tatsache, dass der Name des Hauptteils der Ruinen von Ninive heute Nimrud lautet. Nimrud, N-I-M-R-O-U-D. Nun, wer darüber mehr erfahren will an dieser Stelle, für den füge ich den englischen Link ein von Wikipedia oder auch von Deutsch über Nimrud, dass ihr das mal nachlesen könnt. Aus dem deutschsprachigen Artikel, also da müsst ihr halt in die Beschreibungsbox des Videos gehen und da mache ich den Wikipedia-Link rein, dann könnt ihr ein bisschen mehr über das Nimrud, auch wenn man es heute noch kennt, nachlesen. Aus dem deutschsprachigen Artikel hier ein kleiner Auszug, um euch das mal schmackhaft zu machen. Anfang März 2015 wurde bekannt, dass Terroristen des Islamischen Staats, IS, ISIS oder ISIL oder wie immer man diese Organisation nennen will, begonnen hätten, die archäologischen Städte mit Baggern zu zerstören. In der Ideologie der Terrororganisation gelten die Statuen und Abbildungen als Abgötterei, die nicht mit dem Islam vereinbar sei. Archäologen und Altertumswissenschaftler reagierten weltweit mit Empörung und Entsetzen. Die Generaldirektorin der UNESCO, Irina Bokova, bezeichnete die Zerstörung als Angriff auf das irakische Volk und als eine systematische Zerstörung des Kulturerbes der Menschheit aus dem Altertum, was ein Kriegsverbrechen darstelle. Am 12. April 2015 wurde im Internet ein Video verbreitet, das die Sprengung und wohl vollständige Zerstörung der antiken Stadt zeigt. Nun, meine Meinung hierzu? Bravo! Ihr tut wirklich Gottes Werk, indem ihr hier Götzen zerstört, die der Herr sowieso verbietet. Leider ist das nicht der Grund, weshalb das geschieht, aber dass es geschieht, gefällt mir. Muss ich mal ganz ehrlich anmerken hierbei. Also, Nimrud gibt es heute noch. Und dass Saddam Hussein damit beschäftigt war, das alte Babylon wieder aufzubauen, dürfte ja wohl allgemein bekannt sein. Und wer es nicht weiß, bitte macht eure eigenen Nachforschungen. Das gibt schon Gründe, warum man dem auf die Finger getickt hat. Ey, und ich nehme Saddam Hussein nicht in Schutz, ne? Da waren 33 Grad Hochfreimaurer, also auch unter Jesuitenbeschutz. Also da nicht von. Aber was der also alles angestellt hat, ganz interessant. Sollte man sich vielleicht mal mit beschäftigen. Aber bitte außerhalb dieser Buchlesung hier, sonst komme ich ja nie ans Ende von fast 400 Seiten. Der Autor fährt fort am Ende der Seite, auf der ich gerade bin. 34 oder sowas. Wenn wir nun annehmen, dass Ninus Nimrod ist, ey, das sollten wir annehmen, das sollten wir akzeptieren, das ist so, dann erklärt sich das sonst Unerklärliche an den Aussagen der Altertumsgeschichte von selbst. Und dies bestätigt sehr stark die Wahrheit dieser Annahme. Ninus soll der Sohn von Belus oder Bel gewesen sein
und Bel der Gründer Babylons. Wenn Ninus wirklich der erste König Babylons war, wie kann man dann von Belus oder Bel seinem Vater sagen, dass er dessen Gründer war? Leute, ich sag euch, das wird sowas von interessant. Beides kann sehr gut sein, wie wir sehen werden, wenn wir überlegen, wer Bel war und was er tat. Wenn Ninus Nimrod war, wer war dann der historische Bel? Er muss Kusch gewesen sein, denn Kusch zeugte Nimrod, wie wir im ersten Buch Mose, Kapitel 10, Vers 8 nachlesen können. Und Kusch wird als einer der Redelsführer in dem großen Abfall dargestellt. Nun, zu Kusch. Wer ist Kusch? Hände hoch, wer's weiß. Hä? Kusch ist ein Sohn von Ham. Und Ham ist einer der vier Söhne von Noah. Einer der acht Überlebenden aus der Arche. Wir sprechen also hier über den Abfall, wie der Autor das hier gerade eben nennt, von dem Glauben von Gott. Das Heidnische, das sich gründet unter den Einfluss Satans. Wir sprechen hier über die Leute, die die Flut überlebt haben. Millionen und Abermillionen Menschen und Tiere sind ersoffen, weil Gott die ganze Welt geflutet hat und er hat acht Menschen gerettet. Und einer von den Geretteten, Ham, ist der Vater von Kusch. Weil Kusch ist ein Sohn von Ham. Der weiß von seinem Vater, was vor ihm passiert wird und wozu Gott in der Lage ist. Und trotzdem ist er derjenige, der dazu beiträgt, Babylon zu gründen. Das Babylon, Leute, mit dem wir heute immer noch kämpfen, unter dem Namen Rom. Aber dazu mehr in dem Buch. Gregorius schreibt Kusch das zu, was nach allgemeiner Auffassung seinem Sohn zugestoßen sein soll. Aber seine Aussage zeigt den Glauben seiner Zeit, was von anderen Quellen her reichlich bestätigt wird, dass Kusch einen herausragenden Anteil daran hatte, die Menschheit von der wahren Gottesanbetung wegzuführen. Direkt nach der Landung der Arche sieht man hier also, wie die Menschen Gott abtrünnig werden, obwohl sie am eigenen Leibe doch erfahren hatten, was Gott mit Abtrünnigen anstellt. Der Teufel findet immer willige Seelen, damals wie heute. Das musste ich als Kommentar mal loswerden. Ich wiederhole gern den letzten Satz nochmal, bevor wir weiterlesen. Wenn Ninus Nimrod war, wer war dann der historische Bel oder Baal? Er muss Kusch gewesen sein, denn Kusch zeugte Nimrod und Kusch wird als einer der Redelsführer in dem großen Abfall dargestellt. Außerdem war Kusch der Sohn von Ham, Hermes oder Merkur, denn Hermes ist nur ein ägyptisches Synonym für den Sohn des Ham. Hermes war nun der große, ursprüngliche Prophet des Götzendienstes, denn er wurde von den Heiden als Urheber ihrer religiösen Riten und als Dolmetscher der Götter anerkannt. Der berühmte Gesenius setzt ihn mit dem babylonischen Nebu gleich, dem prophetischen Gott, und eine Aussage von Hyginus zeigt, dass er als einer der großen Akteure in jener Bewegung bekannt war, die die Trennung der Sprachen hervorbrachte. Seine Worte lauten, Zitat, lange Zeit lebten die Menschen unter der Regierung von Jove, offensichtlich nicht der römische Jupiter, sondern der Jahwe, der Hebräer. Lange Zeit lebten die Menschen unter der Regierung von Jove, ohne Städte und ohne Gesetze, und alle sprachen eine Sprache. Aber danach dolmetschte Merkur das Sprechen der Menschen, weshalb ein Dolmetscher oder Ausleger auch Hermeneutes genannt wird. Und dieselbe Person zerstreute die Völker. Dann begann die Uneinigkeit. Hier stehen wir vor einem offenkundigen Rätsel. Wie konnte Merkur oder Hermes es nötig haben, das Sprechen der Menschen zu dolmetschen, wo sie doch alle eine Sprache sprachen?
Um herauszufinden, was gemeint ist, müssen wir uns mit der Sprache der Mysterien befassen. Peresch bedeutet im Chaldäischen auslegen, dolmetschen, wurde aber von den alten Ägyptern und den Griechen und oft von den Chaldäern selbst genauso wie Peres ausgesprochen, was teilen und trennen heißt. Also der Unterschied ist Peres, da hat man P-E-R-E-S und Peresch eben noch ein H hinten dran. Ja? So war Merkur oder Hermes oder Kusch der Sohn Hams, der Trenner des Sprechens, der Sprache, der Menschen. Es scheint, als wäre er der Redelsführer bei dem Plan gewesen, die große Stadt und den Turm von Babel zu bauen und hätte, worauf der bekannte Titel Hermes, Ausleger der Götter, hinwies, sie im Namen Gottes dazu ermutigt, mit ihrem vermessenen Vorhaben fortzufahren. Dadurch hätte er bewirkt, dass die Sprache der Menschen getrennt und sie selbst überall hin über die Erde zerstreut wurden. Betrachten wir nun in diesem Zusammenhang den Namen Belus oder Bel, der dem Vater des Ninus oder Nimrod gegeben wird. Während der griechische Name Belus sowohl den Baal als auch den Bel der Chaldäer darstellte, waren diese nichtsdestoweniger zwei völlig verschiedene Titel. Beide Titel wurden oft demselben Gott verliehen, aber sie hatten völlig verschiedene Bedeutungen. Baal, wie wir schon sahen, bedeutete der Herr, aber Bel bedeutete der Verwirrer. Wenn wir dann lesen, dass Belus, der Vater von Ninus, derjenige war, der Babylon baute oder gründete, kann es da einen Zweifel geben, in welchem Sinn ihm der Titel Belus verliehen wurde? Es muss im Sinne von Bel, der Verwirrer, gewesen sein. Und auf diese Bedeutung des Namens des babylonischen Bel finden wir eine deutliche Anspielung in Jeremia 50, Vers 2, wo gesagt wird, Bel ist verwirrt, aus der englischen Bibelübersetzung. Also, der Verwirrer ist zur Verwirrung gebracht. Dass Kusch in der heidnischen Antike in der Eigenschaft des Bel des Verwirrers bekannt war, beweist eine Aussage Ovids sehr deutlich, in der er Janus, den Gott der Götter, von dem alle anderen Götter ihren Ursprung nahmen, von sich selbst sagen lässt, Zitat, in der Antike nannten sie mich Chaos. Zitat Ende. Dies zeigt nun zunächst eindeutig, dass Chaos nicht nur als ein Zustand der Verwirrung, sondern auch als der Gott der Verwirrung bekannt war. Zum anderen, wer irgendwie mit den Gesetzen der chaldäischen Aussprache vertraut ist, weiß, dass Chaos nur eine der feststehenden Formen des Namens Kuss oder Kusch, deutsch Kusch, ist. Betrachtet man nun das Symbol des Janus, in der Abbildung, die ich euch hier gleich einblende, der Gott mit den zwei Gesichtern, den sie in der Antike Chaos nannten, so wird klar werden, wie exakt es mit den Taten Kuschs übereinstimmt, wenn er mit Bel, dem Verwirrer, gleichgesetzt wird. Dieses Symbol ist ein Knüppel, und die Bezeichnung Knüppel im Chaldäischen kommt von dem Wort, das in Stücke brechen oder überall hin zerstreuen bedeutet. Derjenige, der die Sprachenverwirrung verursachte, war auch der, der die vorher vereinte Erde, wie wir im 1. Buch Mose 11, Vers 1 nachlesen können, der die vorher vereinte Erde in Stücke brach und die Bruchstücke überall hin zerstreute. Wie bedeutungsvoll ist dann der Knüppel als Symbol der Erinnerung an das, was Kusch als Bel, der Verwirrer, tat? Und diese Bedeutung wird noch umso klarer werden, wenn man den hebräischen Text vom 1. Buch Mose, also der Genesis, Kapitel 11, Vers 9, Zitat, daher heißt ihr Name Babel, das der Herr da selbst verwirrt hatte. Alle Länder sprach und sie zerstreut von dort in alle Länder. Zitat Ende. Heranzieht und sieht, dass dasselbe Wort, von dem der Knüppel kommt, verwendet wurde, um auszudrücken, dass infolge der Sprachverwirrung die Menschenkinder über die ganze Erde zerstreut wurden. Das dort für überall hin zerstreuen verwendete Wort heißt Hephaiz, welches in der griechischen Form zu Hephaizt wird.
Daher auch der Ursprung des bekannten, aber wenig verstandenen Namens Hephaistos für Vulkanus, den Vater der Götter. Hephaistos ist der Name des Rädelsführers, des überallhin Zerstreuenden, in der ersten Rebellion. Denn Bel, der Sprachenverwirrer, ist der Name derselben Person. Hier kann der Leser nun die wahre Herkunft des Hammers, des Vulkanus sehen, was nur eine andere Bezeichnung für den Knüppel des Janus oder Chaos ist, des Gottes der Verwirrung. Auf diesen, der die Erde in Stücke brach, finden wir in Jeremia 50, Vers 23 eine verdeckte Anspielung, wo Babylon folgendermaßen angesprochen wird, das mit einem ursprünglichen Gott gleichgesetzt wird. Also wir lesen in Jeremia 50, Vers 23: Wie geht's zu, dass der Hammer der ganzen Welt zerbrochen und zerschlagen ist? Wie geht's zu, dass Babel eine Wüste geworden ist unter allen Heiden? Zitat: Wie ist zerhauen und zertrümmert der Hammer der ganzen Erde? Zitat Ende. Da nun das Turmbauen die erste Handlung offener Rebellion nach der Sintflut war und Kusch als Bel dabei der Rädelsführer war, war er natürlich der Erste, dem der Name Merodach, der große Rebell, gegeben worden sein muss. Merodach kommt von Meret, rebellieren, und Dak, Dakh, dem angehängten Demonstrativpronomen, das ihm den Ausdruck verleiht, dass es jener oder der Große bedeutet. Ja? Also, nochmal diesen letzten Satz, ja? Der große Rebell, Merodach. Da nun das Turmbauen die erste Handlung offener Rebellion nach der Sintflut war und Kusch dabei als der Rädelsführer war, war er natürlich der Erste, dem der Name Merodach gegeben worden sein muss. Daher werden gemäß dem herkömmlichen Parallelismus der prophetischen Sprache beide Namen des babylonischen Gottes zusammen erwähnt, als das Urteil über Babylon vorhergesagt wird. In Jeremia 50, Vers 2 können wir deswegen das auch nachlesen. Meine Note geht hier nicht auf, das ist nicht so schön. Jeremia 50, Vers 2: Verkündet unter den Heiden und lasst erschallen, werfet ein Panier auf, lasst erschallen und verberget's nicht und sprecht: Babel ist gewonnen, Bel steht mit Schanden, Merodach ist zerschmettert, ihre Götzen stehen mit Schanden und ihre Götter sind zerschmettert. Das ist die Übersetzung aus der Luther-Version von 1912. Kurz: Bel ist verwirrt, Merodach ist in Stücke gebrochen, aus der englischen Übersetzung nach der King James Bibel. Das Urteil ergeht über den babylonischen Gott gemäß dem, was er getan hatte. Als Bel hatte er die ganze Erde verwirrt und deshalb wird verwirrt. Als Merodach hatte er durch die Rebellion, die er entfacht hatte, die vereinte Welt in Stücke gebrochen und daher wird selbst in Stücke gebrochen. So viel zum historischen Charakter Bels, der mit Janos oder Chaos, wie wir schon gesehen hatten, dem Gott der Verwirrung mit dem symbolischen Knüppel identisch ist. Hier muss ich nochmal eben auf die nächste Fußnote eingehen, wo der Autor uns erzählt: Während die Namen Bel und Hephaistos die oben erwähnte Herkunft hatten, waren sie, wenn auch in einem anderen Sinne, auch nicht gerade ungeeignete Namen für die Kriegsgötter, die von Kusch abstammten und von denen Babylon seinen Ruhm unter den Völkern erhielt. Die kriegerischen zu Göttern erhobenen Könige aus der Linie des Kusch erfreuten sich ihrer Macht, Verwirrung unter ihre Feinde zu bringen, ihre Heere zu zerstreuen und durch ihre unwiderstehliche Macht die Erde in Stücke zu brechen. In den inspirierten Warnungen Jeremias an Babylon finden wir ohne Zweifel Anspielungen darauf, wie auch auf die Taten des ursprünglichen Bel. Der auch körperliche Sinn dieser Namen wurde durch die Keule verkörpert, die dem griechischen Herkules beigefügt wurde, wie die Keule des Janus, als er mit Eigenschaften, die sich ziemlich von denen des ursprünglichen Herkules unterscheiden, durch rein körperliche Kraft zum großen Reformer der Welt wurde. Wenn der zweiköpfige Janus mit der Keule dargestellt wird,
war die zweifache Darstellung wahrscheinlich dazu gedacht, eine Kombination des Alt-Kusch und des jungen Kusch oder Nimrod darzustellen. Aber die zweifache Darstellung mit anderen Eigenschaften bezog sich auch auf einen anderen Vater der Götter, der insbesondere etwas mit Wasser zu tun hatte. Nun fährt der Autor fort, auf Seite 37, wenn wir nun mit diesen Schlussfolgerungen fortfahren, ist es nicht schwierig herauszufinden, wie man sagen kann, dass Bel oder Belus, der Vater von Ninus, Babylon gründete, während jedoch Ninus oder Nimrod eigentlich dessen Erbauer war. Nun, sowohl Bel oder Kusch, der besonders daran beteiligt war, die ersten Grundsteine Babylons zu legen, als König betrachtet werden mag, wie er in einigen Exemplaren der Chronik des Eusebius dargestellt wird, ist doch aus der Religions- und Weltgeschichte offensichtlich, dass er nie als König der eigens sogenannten babylonischen Monarchie regiert haben konnte. Und demgemäß ist auch in der armenischen Version der Chronik des Eusebius, deren Korrektheit und Autorität unbestritten ist, sein Name in der Liste der assyrischen Könige vollständig ausgelassen. Und der Name Ninus steht an erster Stelle, was genau mit dem biblischen Bericht über Nimrod übereinstimmt. Ach nee, sieh mal eine an. Die Bibel hat recht. Deswegen gerne noch einmal an dieser Stelle. Die Bibel ist das einzige unfehlbare Wort des einen Gottes, des Schöpfers und Erlösers. Es steht nicht ein unwahres Wort in der Bibel. Die komplette Menschheitsgeschichte ist darin geschrieben. Und selbst aus säkulären Büchern wie diesem lernt man von denselben Personen der Weltgeschichte. Total verschiedene Quellen, die doch über dieselben Charaktere berichten. Genauso übrigens wie römische Schreiber auch von Jesus zu berichten wussten. Ein wenig eigene Nachforschung zu diesem Thema rege ich hier gerne mal an für euch. Die Bibel hat recht. Also einen besseren Satz bin ich eigentlich in diesem Buch noch nicht begegnet, als das, was ich hier gerade eben vorgelesen hatte. Nicht das letzte, das war mein Kommentar. Aber, und demgemäß ist auch in der armenischen Version der Chronik des Eusebius, deren Korrektheit und Autorität unbestritten ist, sein Name in der Liste der assyrischen Könige vollständig ausgelassen und der Name Ninus steht an erster Stelle, was genau mit dem biblischen Bericht über Nimrod übereinstimmt. Lest die Bibel und ihr habt die Wahrheit, wie ich vorhin schon gesagt hatte. Wenn wir dann bedenken, dass Ninus im Allgemeinen von der Antike zum Sohn des Belus oder Bel gemacht wurde und dass der historische Bel Kusch ist, wird dadurch die Identität von Ninus und Nimrod weiter bestätigt. Wenn wir aber bedenken, was über Semiramis gesagt wird, die Frau des Ninus, finden wir noch wesentlich mehr Bestätigung. Es zeigt nämlich in überzeugender Weise, dass die Frau des Ninus keine andere als die Frau Nimrods sein konnte und bringt überdies eine der wichtigen Eigenschaften ans Tageslicht, mit der Nimrod verehrt wurde, als er zum Gott erhoben war. Im Buch von Daniel, Kapitel 11, Vers 38, lesen wir von einem Gott namens Allah Mahusine. Allah, A-L-A, ne? Hat nichts mit dem Allah aus dem Islam zu tun, also bitte verwechselt das nicht. Dieser Gott namens Allah Mahusine, Gott der Festungen heißt. Zu bestimmen, wer dieser Gott der Festungen sein könnte, sahen sich die Kommentatoren bisher nicht in der Lage. Die Aufzeichnungen der Antike wurden generell nach der Existenz irgendeines Gottes der Festungen überprüft, und es muss zugegeben werden, dass dort kein solcher Gott vorkommt, der von irgendeiner Bedeutung ist. Aber jeder weiß, dass es für das Existieren einer Göttin der Festungen ausreichende Beweise gibt. Diese Göttin heißt Kybele, die immer mit einer Krone in Form einer Mauer oder eines Türmchens oder mit einer Festung auf ihrem Kopf dargestellt wird. Weshalb wurde Rea oder Kybele so dargestellt? Ovid stellt die Frage und beantwortet sie selbst. Er sagt, der Grund, weshalb die Statue der Kybele eine Krone aus Türmen trug, sei, weil sie diese zuerst in Städten errichtete. Die erste Stadt in der nachsintflutlichen Welt, oft setzt man hier den Beginn der Welt an, die Türme und Stadtmauern aufwies, war
Babylon. Und Ovid selbst sagt uns, dass Semiramis die erste Königin dieser Stadt diejenige gewesen sein soll, die Babylon mit einer Mauer aus Ziegelsteinen umgab. Semiramis, die erste zur Göttin erhobene Königin dieser Stadt mit ihrem Turm, dessen Spitze bis zum Himmel reichen sollte, muss der Prototyp der Göttin gewesen sein, die zuerst Türme in Städten errichtete. Betrachten wir die Diana von Ephesus, finden wir Hinweise auf genau diese Tatsache. Im Allgemeinen wurde Diana als Jungfrau und Schutzherrin der Jungfräulichkeit dargestellt, aber die ephesische Diana unterschied sich davon sehr. Sie wurde mit all den Attributen der Mutter der Göttin, der Götter dargestellt, wie wir in der Abbildung 8 hier sehen können, und trug als Mutter der Göttin eine Turmkrone, deren Anblick unweigerlich an den Turm zu Babel erinnert. Diese einen Turm tragende Diana wird von einem alten Gelehrten ausdrücklich mit Semiramis gleichgestellt. Nun, Layard sagt hierzu, nach einem Scholiasten der Perigesis von Dionysos sei Semiramis dieselbe wie die Göttin Artemis oder Despoina. Artemis nun war Diana, und der ihr verliehene Titel Despoina zeigt, dass sie durch die Eigenschaften der ephesischen Diana mit Semiramis gleichgesetzt wurde, denn Despoina ist das griechische Wort für Domina, die Herrin, der Titel, der Rhea oder Kybele eigen ist, der einen Turm tragenden Göttin im alten Rom. Wenn wir uns dabei erinnern, fährt der Autor fort, dass Rhea oder Kybele, die einen Turm tragende Göttin, tatsächlich eine babylonische Göttin war, und dass Semiramis, die zur Göttin erhoben wurde, unter dem Namen Rhea angebetet wurde, dann wird wohl kein Zweifel über die Identität der Person der Göttin der Festungen bestehen bleiben. Es gibt aber keinen Grund zu glauben, dass Semiramis allein die Zinnen Babylons errichtete, obwohl einige dies so darstellen. Wir haben durch Abydenos das ausdrückliche Zeugnis des alten Historikers Megasthenes, dass Belos derjenige war, der Babylon mit einer Mauer umgab. Da Bel, der Verwirrer, der die Stadt und den Turm Babels begann, beide unvollendet zurücklassen musste, konnte sich dies nicht auf ihn beziehen. Es konnte sich nur auf seinen Sohn Ninus beziehen, der seines Vaters Titel erbte und der erste wirkliche König des Babylonischen Reiches war und folglich auf Nimrod. Der wahre Grund dafür, dass Semiramis, Ninus' Gattin, die Ehre zukam, die Festungen Babylons zu beenden, bestand darin, dass sie nach Ansicht der antiken Götzenverehrer schließlich eine herausragende Stellung innehatte und ihr all die verschiedenen Eigenschaften zugeschrieben wurden, die ihrem Gatten gehörten oder gehören sollten. Wenn wir dann eine der Eigenschaften ermittelt haben, mit der die zur Göttin erhobene Frau angebetet wurde, könnten wir daraus schließen, was der entsprechende Charakterzug des zum Gott erhobenen Mannes war. Layard erklärt eindringlich, dass Rhea oder Kybele, die Turmkronengöttin, nur das weibliche Gegenstück zur über Bollwerke oder Festungen herrschenden Gottheit war. Und für die Annahme, dass diese Gottheit Ninus bzw. Nimrod war, das wissen wir inzwischen, dass das Synonyme füreinander sind, finden wir noch weitere Indizien in Form der verstreuten Hinweise des Altertums auf den ersten zum Gott erhobenen König Babylons unter einem Namen, der ihn als Gatten der Rhea ausweist, der turmtragenden Göttin. Dieser Name lautet Kronos oder Saturn. Nun, die Fußnote des Autors möchte ich hier eben vorlesen. In der griechischen Mythologie sind Kronos und Rhea gemeinhin Geschwister. Ninus und Semiramis werden gemäß der Geschichte nicht so dargestellt, als stünden sie in dieser familiären Beziehung zueinander, jedoch bildet dies keinen Einwand gegen die wahre Identität von Ninus und Kronos. Denn zunächst sind die Beziehungen der Gottheiten untereinander in den meisten Ländern eigentümlicherweise widersprüchlich. Osiris wird in Ägypten zu verschiedenen Zeiten nicht nur als Sohn und Gatte der Isis dargestellt, sondern auch als ihr Vater und Bruder. Zweitens traten die Sterblichen in neue Beziehungen ein, wenn sie zu Göttern erhoben wurden. Egal, was sie vor der Vergottung, da bevorzuge ich das deutsche Wort Vergötterung, gewesen waren.
Bei der Apotheose, das ist ein wichtiges Wort, nachdem ich gerade Rulers of Evil gelesen habe. Kapitel 23, The Great Dome of the Sky. Apotheose, das ist das Vergöttlichen eines Menschen. Wenn ihr euch die Apotheosis im Kapitol der Amerikaner mal anschaut, also das ist die Deckenbemalung des Kapitols, das Fresko, das da von den Brumidi gemalt wurde, das nennt man die Apotheosis, da sieht man die Vergöttlichung von Washington, dem ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Wollt ihr da mehr drüber wissen? Kann ich euch anraten. Hört euch meine Lesung von Rulers of Evil an. Also, bei der Apotheose, dass ihr wisst, was das ist, bei der Apotheose von Ehemann und Frau, war es für die Würde der beiden nötig, dass beide als von derselben Herkunft galten, als übernatürliche Kinder Gottes. Vor der Sintflut bestand die größte Sünde, die das Verderben über die Menschheit brachte, darin, dass die Söhne Gottes jemand anderen als die Töchter Gottes heirateten. Mit anderen Worten, ihre Frauen waren geistlich nicht ihre Schwestern. Wie wir im ersten Buch Mose, also Genesis, Kapitel 6, Vers 2 und 3 nachlesen können. Und das ist ein furchtbar, furchtbar wichtiges Kapitel in der Bibel, das durch viele Leute missinterpretiert wird als Nephilim und Riesen und Außerirdische und Engel und. Nein, nein. Hier geht es um Gottes treue Männer und Gottes treue Frauen. Und dazu kann ich euch anraten, schaut euch von Walter Veit, das Zeichen des Kain an oder Herodes oder ich weiß nicht, wie er das im Deutschen nennt, aber da kann man das auch drin lernen. Ansonsten könnt ihr mich ja fragen, ich kann euch das sonst auch erklären. Ihre Frauen waren geistlich nicht ihre Schwestern, wie man im ersten Buch Mose 6, 2, 3 nachlesen kann. In der nachsintflutlichen Welt muss, während der Einfluss Noahs vorherrschte, die umgekehrte Praxis dominiert haben. Denn es muss eine Missheirat und eine Schande gewesen sein, wenn ein Sohn Gottes jemand anderen heiratete als eine Tochter Gottes, also seine eigene Schwester im Glauben. Durch die Perversion einer geistlichen Vorstellung kam man daher zweifellos zu der Sichtweise, dass die Würde und Reinheit der königlichen Linie durch die Heirat königlicher Brüder und Schwestern untereinander unberührter blieb. Dies war in Peru der Fall, in Indien und in Ägypten. Daher die Beziehung zwischen Jupiter und Juno, die sich dessen rühmte, Soror et Conjux, Schwester und Frau ihres Mannes zu sein. Daher auch die gleiche Beziehung zwischen Isis und ihrem Gatten Osiris, wobei erstere als ihren Bruder Osiris beweinend dargestellt wird. Oder das Weinen um Tammuz, ha? Seht ihr das alles zurückkommen? Aus demselben Grund wurde zweifellos Rea zur Schwester ihres Mannes Kronos erhoben, um ihre göttliche Würde und Gleichheit zu zeigen. Ende der Fußnote. Also, dieser Name, den wir hier als den Gatten von Rea ausweisen, lautet Kronos oder Saturn. Es ist bekannt, dass Kronos oder Saturn Reas Mann war, aber es ist weniger bekannt, wer Kronos selbst war. Verfolgt man die Spur seiner Herkunft zurück, stellt sich heraus, dass diese Gottheit der erste König Babylons war. Theophilus von Antiochien zeigt, dass Kronos im Osten unter den Namen Bel und Baal verehrt wurde. Und von Eusebius erfahren wir, dass der erste assyrische König, Assyrien gleich Babylon, vergesst das nicht, dessen Name Belos war, von den Assyrern auch Kronos genannt wurde. Die ursprünglichen Schriften von Eusebius lassen keinen Belos als tatsächlichen König von Assyrien zu, der vor Ninos, dem König der Babylonier, regierte und sich von ihm unterschied. Und das zeigt, dass Ninos, der erste König Babylons, Kronos war. Weiter stellen wir jedoch fest, dass Kronos der König der Zyklopen war, seiner Brüder, die diesen Namen von ihm ableiteten. Wir lernen in der Fußnote hieraus, die Zyklopen waren die Brüder von Kronos, dem Vater Jupiters, und dass die Zyklopen als die Erfinder des Turmbaus bekannt waren. Der König der Zyklopen, der Erfinder des Turmbaus, hatte exakt die gleiche Stellung wie Rea inne, die als erste Türme in Städten errichtete. Wenn also Rea, die Frau des Kronos,
die Göttin der Festungen war, muss Kronos oder Saturn der Mann der Reha, das heißt Ninos oder Nimrod, der erste König von Babylon, Ala Mehosin, der Gott der Festungen, gewesen sein. Wir Ich möchte euch nochmal daran erinnern, das Wort Allah hier, A-L-A, hat nichts, aber auch gar nichts zu tun mit dem sogenannten Allah der Islam. Islam ist eine erfundene Religion, initiiert durch die römisch-katholische Kirche im 6. Jahrhundert. Hat also überhaupt nichts mit diesen alten Göttern zu tun. Ne? Der Name Kronos selbst untermauert das Argument nicht unerheblich. Kronos bedeutet der Gehörnte. Ein Name für einen Gott. Ich glaube, es gibt viele Männer, die, wenn sie auf ihr Leben zurückschauen, auch sagen können, dass sie der Gehörnte sind. Also ich gehöre da auf jeden Fall zu. Ich bin kein Gott, auch nicht göttlich. Aber der Gehörnte, ja, das ist ein Beiname, den konnte ich auch mal ganz gut tragen. Man muss ja ab und zu auch mal lachen zwischendurch, ne? Da ein Horn ein bekanntes orientalisches Sinnbild für Kraft oder Macht ist, war Kronos, der Gehörnte, nach dem mythologischen System einfach ein Synonym für den nach der Heiligen Schrift auf Nimrod angewandten Beinamen, nämlich Jeber, G-H-E-B-E-R, Jeber, der Mächtige, Gewaltige, wie wir im ersten Buch Mose Kapitel 10, Vers 8 nachlesen können. Er war der erste Gewaltige auf der Erde. Ich weiß schon, warum ich vorhin in Vers 8 angefangen habe zu lesen und nicht in Vers 10. Ihr seht's, ja? Der Name Kronos, der Leser klassischer Literatur ist sich dessen wohlbewusst, wird auf Saturn als Vater der Götter angewandt. Wir hatten bereits einen anderen Vater der Götter unter die Lupe genommen, nämlich Kusch in seiner Eigenschaft als Bel, der Verwirrer. Oder Hephaistos, der überallhin Verstreuende. Und als die Vergottung, also ich verstehe dieses Wort von Hislop nicht hier in der deutschen Übersetzung, als die Vergötterung von Sterblichen begann und der gewaltige Kusch zum Gott erhoben wurde, kann man leicht verstehen, warum der Vater ebenfalls zum Gott erhoben werden musste. Insbesondere, wenn man die Rolle bedenkt, die er anscheinend beim Aushecken des ganzen abgöttischen Systems hatte und seine Eigenschaft als Vater des Gewaltigen und all der Unsterblichen berücksichtigt, die ihm folgten. In Wirklichkeit jedoch werden wir im Lauf unserer Nachforschungen herausfinden, dass Nimrod der tatsächliche Vater der Götter war, da er der erste zum Gott erhobene Sterbliche war, und dass es daher mit geschichtlichen Tatsachen übereinstimmt, dass Kronos, der Gehörnte oder Gewaltige oder Mächtige, im klassischen Pantheon unter diesem Titel bekannt ist. Die Bedeutung des Namens Kronos, der Gehörnte, wie er auf Nimrod angewandt wird, erklärt vollständig die Herkunft des bemerkenswerten Symbols, das so häufig bei den Skulpturen Ninives zu sehen ist, die die großen Gottheiten Assyriens darstellten. Der riesenhafte gehörnte Stiermensch. Dasselbe Wort, das Stier heißt, bedeutet auch Herrscher oder Fürst. Daher bedeutet der gehörnte Stier mächtiger Fürst. Dabei wird zurückverwiesen auf den ersten dieser Mächtigen, die unter dem Namen Gurben, Gabren oder Kabiri eine so hervorragende Stellung in der alten Welt einnahmen und auf die die zum Gott erhobenen assyrischen Monarchen heimlich die Herkunft ihrer Größe und Macht zurückführten. Dies erklärt, weshalb der Bacchus der Griechen mit Hörnern dargestellt wurde und er häufig mit dem Beinamen der Stierhörnige als einem seiner hohen Würdentitel angesprochen wurde. Sogar in vergleichsweise junger Zeit wurde Togrul Bek, der Führer der seleukidischen Türken, der aus der Gegend des Euphrat stammte, in ähnlicher Weise mit drei aus seinem Kopf gewachsenen Hörnern als Sinnbild seiner höchsten Gewalt dargestellt, wie wir hier in der Abbildung 9 sehen können. Und ich muss da eben mal zu vermelden, ich habe versucht im Internet andere Abbildungen als dieses eine Bild hier zu finden, das ich euch jetzt hier im Video zeige. Ich habe es nicht geschafft unter dem Stichwort, wie heißt das hier, Togrul Bek, ein anderes Bild zu finden als dieses ja, fast kindische mit den drei Hörnern,
die bei ihm da rauskommen. Also, tut mir leid, habe ich so nicht gefunden. Wenn jemand noch eins findet, kann er es mir ja schicken und dann kann ich das vielleicht in einem anderen Video mal irgendwann gebrauchen. Aber ich habe halt keins gefunden. Ich mache da noch keine stundenlangen Forschungen nach nur einem Bild, weil sonst verrenne ich mich da in Details zu sehr. Ne? Der Autor fährt fort am Ende der Seite 40. Sogar in vergleichsweise junger Zeit wurde Toghrul Beg, der Führer der seleukidischen Türken aus der Gegend des Euphrat stammte, in ähnlicher Weise mit drei aus seinem Kopf wachsenden Hörnern als Sinnbild seiner höchsten Gewalt dargestellt, also das Bild, was ich hier zeige. Dies erklärt auch in bemerkenswerter Weise den Ursprung von Cernobogus. Cernobogus, einer Gottheit, die von den heidnischen angelsächsischen Vorfahren der Engländer verehrt wurde. Dieser Cernobogus war die schwarze, feindselige, von schlechten Vorzeichen begleitete Gottheit. Mit anderen Worten, die genaue Entsprechung zur volkstümlichen Vorstellung vom Teufel, der vermeintlich schwarz ist und Hörner und Hufe hat. Wird dieser Name analysiert, Cernobogus, und mit dem abgebildeten Holzschnitt verglichen, die Abbildung, die ich jetzt in dem Video einblende, wie es Layard getan hat, wirft dies ein sehr eigenartiges Licht auf die Quelle, aus der der volkstümliche Aberglaube hinsichtlich des großen Feindes stammt. Der Name Cernobogus ist fast rein chaldäisch und bedeutet wahrscheinlich Same des Propheten Kusch. Wir hatten schon gefolgert, dass Kusch unter dem Namen Bel, der sich von Baal unterscheidet, der in Babylon verehrte große Wahrsager oder falsche Prophet war. Aber unabhängige Forscher wurden zu den Folgerungen gebracht, dass Bel und Nebo nur zwei verschiedene Titel für denselben Gott waren, und zwar für einen prophetischen Gott. So kommentiert daher Kitto die Worte aus Jesaja 46, Vers 1: Bel bricht in die Knie, Nebo krümmt sich. In Bezug auf den Namen Nebo, Zitat: Das Wort scheint von Nibba zu kommen, ein Orakel ausrichten oder prophezeien. Daher bedeutet es wohl Orakel und ist, wie Calmet vorschlägt in Commentaire Littéral, wohl nur ein anderer Name für Bel selbst oder ein charakterisierender Beiname für ihn. Es ist ja nicht ungewöhnlich, den gleichen Sachverhalt im selben Vers mit gleichwertigen Ausdrücken zu wiederholen. Zitat Ende. Cernobogus, der große Same des Propheten Kusch, war natürlich Nimrod, denn Kusch war Nimrods Vater. Wenden wir uns nun an Layard, so erkennen wir, wie dieses unser Land, England, da spricht Hislop natürlich von, und Assyrien auf diese Weise in enge Beziehung gebracht werden. In dem erwähnten Holzschnitt finden wir zuerst den assyrischen Herkules, also Nimrod, den Riesen, wie er in der Septuaginta-Version des Buches Mose heißt. Nun wissen einige von denen, die mir zuhören, vielleicht jetzt nicht, was mit der Septuaginta-Version gemeint ist. Die Septuaginta ist die römisch-katholisch korrumpierte Bibelversion. Septuaginta. Also Nimrod den Riesen, wie er in der Septuaginta-Version des ersten Buchs Mose heißt, der ohne Keule, Speer oder irgendwelche Waffen einen Stier angreift. Nachdem er ihn überwunden hat, setzt er sich die Stierhörner als Siegestrophäe und Machtsymbol auf den Kopf. Naja, also persönlich gehe ich davon aus, dass es nicht per se unbedingt also nur die Stierhörner sind, sondern eher sogar den ganzen Stierkopf, in den er seinen eigenen Kopf reinstecken kann, dass er sich mit dem Kopf des Stieres und damit mit seinen Hörnern schmückt. Darüber kann man diskutieren, das ist Auslegungssache, aber wir kennen das ja, dass sich Leute Tierköpfe auf ihren eigenen Kopf stülpen oder drüber setzen. Nachdem er ihn überwunden hat, setzt er sich die Stierhörner als Siegestrophäe und Machtsymbol auf den Kopf. Und von da an wird der Held nicht nur oben mit den Hörnern und Hufen dargestellt, sondern von der Mitte abwärts auch mit den Beinen und hufförmigen Füßen des Stiers. So ausgestattet wird gezeigt, wie er als nächstes mit einem Löwen zusammenstößt.
Dies bezweckt aller Wahrscheinlichkeit nach an, ein Ereignis im Leben dessen zu erinnern, der zuerst auf den Gebieten der Jagd und des Krieges mächtig wurde. Na, wer war das denn? Und allen alten Überlieferungen entsprechend auch außergewöhnliche körperliche Macht aufwies, so dass er der Anführer der Riesen war, die gegen den Himmel rebellierten. Nun, Nimrod, der Sohn des Kusch, war dunkelhäutig, ein Schwarzer. Kann der Schwarze seine Haut wandeln? Wie wir in Jeremia 13, 23 lesen, heißt im Urtext, kann der Kuschit oder Äthiopier seine Haut wandeln? Wenn wir dies bedenken, wird sich herausstellen, dass wir mit diesem in Ninive ausgegrabenen Bild sowohl den Prototyp des angelsächsischen Zer Nebo Gus haben, des Samens des Propheten Kusch, als auch das wirkliche Urmodell des schwarzen Feindes der Menschheit mit Hörnern und Hufen. Nimrod wurde zunächst wegen Eigenschaften verehrt, die sich von denen des Feindes unterscheiden. Aber wenn er schon in einem Volk von heller Hautfarbe verehrt wurde, wie sie die Angelsachsen haben, war es unvermeidlich, dass es sich im Allgemeinen einfach um ein Sinnbild der Angst handeln musste. Und so stand schließlich Kronos, der Gehörnte, der die Hörner als Sinnbild sowohl seiner körperlichen Kraft als auch unumschränkter Macht trug, im volkstümlichen Aberglauben für den Teufel. In zahlreichen und weit voneinander entfernten Ländern wurden Hörner zu Symbolen unumschränkter Macht. Die Krone, die immer noch die Stirn europäischer Monarchen schmückt, scheint von dem Sinnbild der Macht herzustammen, dass sich Kronos oder Saturn zu eigen machte, welcher nach Peresides der erste von allen anderen war, der je eine Krone trug. Die erste Königskrone scheint nur ein Band gewesen zu sein, in welches die Hörner eingesetzt waren. Ausgehend von der Vorstellung der im Horn enthaltenen Macht scheinen sogar untergeordnete Führer als Zeichen ihrer Autorität einen mit einem einzigen Horn geschmückten Kranz getragen zu haben. Bruce, der abyssinische Reisende, führt Beispiele für abyssinische Oberhäupter an, die auf diese Weise geschmückt waren, so wie wir in der Abbildung 11 sehen können, die ich hier in das Video einblenden werde. Diesbezüglich sagt er, dass das Horn seine besondere Aufmerksamkeit erregte, als er bemerkte, dass die Gouverneure der Provinzen sich durch diesen Kopfschmück auszeichneten. Muss ich eben auf die Fußnote eingehen? Die zwei männlichen Personen in der Abbildung 11, die wir hier sehen, sind abyssinische Oberhäupter. Die zwei weiblichen Personen, die Kitto ihnen zugesellte, sind Frauen vom Berg Libanon, deren gehörnter Kopfschmuck Walpole als Überreste der alten Verehrung der Astarte betrachtet. Also Walpole, das ist ein Schriftsteller, ne? Deren gehörnter Kopfschmuck Walpole als Überreste der alten Verehrung Astarte betrachtet. Mit Walpole zu tun. Walpole, sorry. Im Fall von unumschränkter Macht, fährt der Autor fort, war das königliche Kopfband manchmal mit einem doppelten, manchmal mit einem dreifachen Horn geschmückt. Das doppelte Horn war offenbar das ursprüngliche Symbol für Kraft oder Macht seitens der Herrscher, denn auf ägyptischen Denkmälern haben die Häupter der zum Gott erhobenen königlichen Persönlichkeiten im Allgemeinen nicht mehr als zwei Hörner, die ihre Macht andeuten sollten. Da die Oberherrschaft in Nimrods Fall auf körperliche Kraft gegründet war, waren die zwei Stierhörner die Symbole dieser körperlichen Kraft. Wir lesen in Übereinstimmung damit in Sanchuniathon, dass Astarte sich auf ihren eigenen Kopf einen Stierkopf als Abzeichen der Königswürde setzte. Nach und nach jedoch kam eine andere und höhere Vorstellung auf, und diese drückte sich im Symbol der drei Hörner aus. Eine Haube scheint im Laufe der Zeit mit den königlichen Hörnern assoziiert worden zu sein. In Assyrien war die dreihörnige Haube eines der heiligen Embleme, als Zeichen dafür, dass die mit ihr verbundene Macht himmlischen Ursprungs war, wobei die drei Hörner offensichtlich auf die Macht der Dreieinigkeit hinweisen. Wir haben auch Hinweise darauf, dass das gehörnte Band ohne jegliche Haube früher die Krone oder Königskrone war. Die vom Hindu-Gott Vishnu getragene Krone bei seiner Inkarnation als Fisch ist nur ein offener Kreis bzw. ein offenes Band mit drei sich darüber aufrichtenden Hörnern, von denen jedes an seiner Spitze einen Knauf hat, wie wir in Abbildung 12 sehen können. Alle Inkarnationen werden mit einer Krone gekrönt dargestellt,
die diesem nachgeformt zu sein scheint, bestehend aus einem Diadem mit drei sich darüber aufrichtenden Spitzen. In ihr erkennt Sir William Jones das äthiopische oder parthische Diadem. Die offene Tiara von Agni, dem hinduistischen Feuergott, weist an ihrem unteren Rundteil das Doppelhorn auf, das von der gleichen Machart ist wie in Assyrien, was zugleich den alten Brauch und die Herkunft desselben beweist. An die Stelle der drei Hörner wurden drei hornförmige Blätter gesetzt, wie wir in Abbildung 13 sehen können, die ich hier ins Video einblende. Und so wurde aus dem gehörnten Band schrittweise das moderne Diadem oder die Krone mit den drei Blättern des Lilienwappens oder anderen bekannten dreiblättrigen Verzierungen. Bei den Indianern Amerikas gab es offensichtlich etwas völlig Analoges zum babylonischen Brauch des Hörnertragens. Denn bei ihrem Büffeltanz hatte jeder Tänzer seinen Kopf mit Büffelhörnern geschmückt. Und es ist besonders bemerkenswert, dass der satyrische Tanz oder der Tanz der Satyren in Griechenland die Entsprechung zu dieser indianischen Feierlichkeit war. Aber eben eine kleine Bemerkung von mir, dass die sogenannten Indianer, also die sogenannten Ureinwohner des Kontinents von Nordamerika, wie wir sie nennen, natürlich abstammen von den Söhnen Noahs, die wie Kusch, als die Arche auf dem Berg in der heutigen Türkei, Ararat oder wie der heißt, gelandet war, die sich dann in die Welt verteilt hatten. Und später ist die Welt auseinandergerissen, wie wir ja schon gelernt haben, ne? Und so wurde Amerika abgetrennt. Und deswegen wurden diese Völker abgetrennt. Bis zur sogenannten, Anführungsstriche oben, Wiederentdeckung von Christopher Columbus. Wer als Bibelgläubiger wirklich glaubt, dass dieser sogenannte Christoph Columbus die Vereinigten Staaten von Amerika oder den Kontinent Amerika entdeckt hat, der hat die Bibel nicht verstanden. Und der weiß vor allen Dingen nicht, dass der Teufel viel mehr weiß als wir. Außerdem hat Columbus Amerika entdeckt für den Papst. Er hat es direkt Maria gewidmet. Naja, gut, kleine Abschweifung, aber das musste mal eben sein. Der Autor fährt fort, die Satyren waren nämlich gekrönte Gottheiten. Und folglich mussten die, die ihren Tanz nachahmten, ihre Köpfe durch eine Imitation schmücken. Wir stoßen hier also auf einen Brauch, der eindeutig auf eine Ausdrucksweise gegründet ist, welche die Gegend charakterisierte, in der Nimrods Macht ihren Einfluss ausübte. Jetzt folgt ein sehr wichtiger Satz. Hört gut zu. Dieser Brauch herrschte in vielen unterschiedlichen, weit voneinander entfernten Ländern vor, in denen keine solche Ausdrucksweise im täglichen Leben verwendet wurde. Somit können wir sicher sein, dass ein solcher Brauch nicht das Ergebnis reinen Zufalls war, sondern dass er auf die ausgedehnte Verbreitung eines Einflusses hinweist, der von der Zeit an, da Nimrod zuerst ein Gewaltiger auf Erden zu werden begann, von Babylon in alle Richtungen ausging. Hier sagt der Autor genau das, was ich gerade eben mit Amerika und den Indianern bereits angeholt habe. Somit können wir sicher sein, sagt der Autor, dass ein solcher Brauch nicht das Ergebnis reinen Zufalls war, sondern dass er auf die ausgedehnte Verbreitung eines Einflusses hinweist, der von der Zeit an, da Nimrod zuerst ein Gewaltiger auf Erden zu werden begann, von Babylon in alle Richtungen ausging. Ey, Evolutionstheoretiker, erklärt mir das mal! Neben dem Horn gab es eine weitere Art, wie Nimrods Macht symbolisiert wurde. Ein Synonym für Heber, den Mächtigen, Gewaltigen, war Abir, wobei Aber auch Flügel bedeutet. Nimrod, Haupt und Anführer der Kriegsmänner, die er um sich scharrte und die Werkzeuge zur Aufrichtung seiner Macht waren, war Baal Aberin, der Herr der Mächtigen. Aber Baal Abirin, fast genauso ausgesprochen,
bedeutete der Geflügelte. Nun, das hat nicht so viel mit Hühnern zu tun, aber mit dem Folgenden. Ich werde euch da mal eine kleine Erklärung zu geben. Das gilt entsprechend einer besonderen orientalischen Redewendung, wovon es viele Beispiele gibt. So bedeutet zum Beispiel Baal Af, Herr des Zorns, so viel wie zorniger Mensch. Baal Lashon, Herr der Zunge, so viel wie beredeter Mensch. Baal Hatzim, Herr der Pfeile, so viel wie Bogenschütze. Und in ähnlicher Weise bedeutet Baal Aberin, Herr der Flügel, so viel wie Geflügelter. Und daher, fährt der Autor fort, wurde er symbolisch nicht nur als gehörnter Stier, sondern gleichzeitig als gehörnter und geflügelter Stier dargestellt. Das zeigte, ich schätze mal, dass ich dafür ein Bild in dieses hier einblenden werde, das zeigte, dass er nicht nur selbstmächtig war, sondern dass er Mächtige unter sich hatte, die stets bereit waren, seinen Willen auszuführen und jeglichen Widerstand gegen seine Macht niederzuschlagen. Und um die gewaltige Ausbreitung seiner Macht anzudeuten, wurde er mit großen und sich weit ausbreitenden Flügeln dargestellt. Auf diese Darstellungsart der mächtigen Könige Babylons und Assyriens, die Nimrod und seine Nachfolger nachahmten, finden wir eine offenkundige Anspielung in Jesaja Kapitel 8, Vers 6 bis 8. Zitat: Weil dieses Volk die Wasser von Siloah verworfen, die still dahinfließen und Freude hat an Rezin und dem Sohn des Remalia. Darum siehe, lässt der Herr die mächtigen und großen Wasser des Stromes über sie heraufsteigen, den König von Assur und all seine Herrlichkeiten. Er wird heraufsteigen über alle seine Betten und über all seine Ufer gehen, und er wird über Juda dahinfahren, überschwemmen und überfluten, bis an den Hals wird er reichen, und die Spanne seiner Flügel wird die Weite deines Landes füllen. Immanuel. Zitat Ende. Wenn wir die Gestalten der Abbildung 14 und 15, die ich dann hier in das Bild reinbringe, und da sehen wir auch die geflügelten Stiere mehr oder weniger, das hat sich damit dann erledigt, mit der großen Spanne der ausgebreiteten Flügel, die einen assyrischen König symbolisieren, welche Lebendigkeit und Kraft verleihen sie der inspirierten Sprache des Propheten? Und wie klar ist auch, dass die Spanne der Flügel des assyrischen Monarchen, die die Weite von Immanuels Land füllen sollte, genau diese symbolische Bedeutung hat, die ich erwähnte. Nämlich das Bedecken des Landes durch seine Mächtigen, die Horden bewaffneter Männer, die der König von Babylon bei seiner überflutenden Invasion mitbringen sollte. Das Wissen um die Art und Weise, wie diese assyrischen Monarchen dargestellt wurden, sowie um die Bedeutung dieser Darstellung verleiht der Geschichte von dem Traum Cyrus des Großen, wie sie von Herodot erzählt wird, zusätzliche Kraft. Cyrus träumte, so der Historiker, dass er den Sohn eines seiner Fürsten, der sich zu jener Zeit in einer entfernten Provinz aufhielt, mit zwei großen Flügeln auf seinen Schultern sah, von denen er der eine Asien überschattete, der andere Europa. Woraus er unmittelbar schloss, dass er einen Aufstand gegen ihn anzettelte. Die Symbole der Babylonier, deren Hauptstadt Cyrus eingenommen und über die er nun Macht hatte, waren ihm völlig vertraut. Die Flügel waren also die Symbole unumschränkter Macht, und wer sie besaß, besaß auch die Herrschaft über die Macht oder die Heere des Reiches, und so kann man leicht verstehen, wie völlig natürlich der Verdacht der Untreue in seinen Träumen auf diese Art Gestalt annehmen konnte. Nur wenn man diese Doppelbedeutung von Baal Aberin versteht, lässt sich die bemerkenswerte Aussage des Aristophanes erklären, dass zu Beginn der Welt die Vögel zuerst geschaffen wurden und dass dann erst nach ihrer Erschaffung das Geschlecht der gesegneten unsterblichen Götter kam. Dies wurde entweder als atheistische oder als unsinnige Äußerung des Dichters betrachtet. Aber wenn der richtige Schlüssel auf die Ausdrucksweise angewandt wird, findet man heraus, dass dies eine wichtige historische Tatsache beinhaltet. Die Bibel ist das Geschichtsbuch, Leute, Brüder und Schwestern in Jesus. Die Bibel ist das Geschichtsbuch, das dem Ganzen hier zugrunde liegt.
Und die ganzen verfälschten Könige haben ihren Ursprung aus der Bibel, weil das war, was die ersten Menschen kannten. Ob es Kusch, dem Sohn von Ham, dem Sohn von Noah, nun gefallen hat oder nicht, Gott ist der Ursprung allen Seins. Und sein Wissen hat er korrumpiert. Und darum haben wir dieses Babylon heutzutage. Die Bibel bleibt immer noch das Geschichtsbuch. Und wenn man den richtigen Schlüssel ansetzt, dann sieht man, dass dies wichtige historische Tatsachen beinhaltet. Der Autor fährt fort: Wir wollen nur im Gedächtnis behalten, dass die Vögel, also die Geflügelten, die Herren der Mächtigen symbolisierten. Dann wird die Bedeutung klar, nämlich dass die Menschen zuerst mächtig wurden auf Erden und dann die Herren oder Anführer dieser Mächtigen zum Gott erhoben wurden. Apotheosis! Das Wissen um den mystischen Sinn dieses Symbols erklärt auch die Herkunft der Geschichte von Perseus, dem Sohn Jupiters. Er wurde auf wundersame Weise von Danae geboren, tat sehr wunderbare Dinge und reiste mit Flügeln von Land zu Land, die ihm auf göttliche Weise verliehen worden waren. Dies beleuchtet auch die symbolischen Mythen über Bellerophon und die Heldentaten, die er auf seinem geflügelten Pferd vollbrachte, sowie ihren letzten verheerenden Ausgang. Wie hoch er in die Lüfte stieg und wie schrecklich sein Fall war. Und über Ikarus, den Sohn des Daedalus, der bei seinem Flug mit durch Wachs gekittelte Flügel über das Ikarische Meer seine Flügel schmolzen, weil er der Sonne zu nahe kam und der so dem Meer, in das er angeblich stürzte, seinen Namen gab. Die Fabeln bezogen sich alle auf diejenigen, die tatsächlich oder angeblich in den Fußspuren Nimrods gingen, dem ersten Herrn der Mächtigen, der in dieser Eigenschaft mit Flügeln dargestellt wurde. Es ist nun bemerkenswert, dass wir in dem bereits erwähnten Abschnitt von Aristophanes, der davon spricht, dass die Vögel oder Geflügelten vor den Göttern hervorgebracht wurden, erfahren, dass der, von dem sowohl die Mächtigen als auch die Götter ihre Herkunft ableiteten, niemand anders war als der geflügelte Name Cupido. Cupido, der Sohn der Venus. Woher kennen wir die Venus? Die Himmelsgöttin. Nahm in der mystischen Mythologie, wie später belegt werden wird, genau dieselbe Stellung ein wie Nin oder Ninus, der Sohn, hinsichtlich Rhea, der Mutter der Göttin, der Götter. Nimrod war zweifellos der erste der Mächtigen nach der Sintflut. Wenn daher Aristophanes sagt, der Götterknabe Cupido, selbst ein Geflügelter, habe all die Vögel oder Geflügelten hervorgebracht, während er dieselbe Stellung einnahm wie Nin oder Ninus, der Sohn, so zeigt das, dass auch in dieser Hinsicht Ninus oder und Nimrod miteinander gleichgestellt werden. Während dies die offenkundige Ansicht des Dichters ist, ist es in streng historischer Hinsicht auch die Schlussfolgerung des Historikers Apollodoros, denn er sagt, Ninus ist Nimrod. Und schließlich wird in Übereinstimmung mit dieser Gleichstellung von Ninus und Nimrod in einer der berühmtesten Skulpturen des alten Babylons dargestellt, wie Ninus und seine Frau Semiramis aktiv mit der Verfolgung der Jagd beschäftigt sind. Ich habe das Bild, das füge ich hier ein, wobei die Köcher tragende Semiramis eine geeignete Gefährtin des mächtigen Jägers vor dem Herrn ist. Nimrod, dem Sohn des Kusch, dem Sohn des Ham, dem Sohn des Noah, nach der Flut. Das beendet die Lesung und bringt uns zum nächsten Teil unter Abschnitt 2b, nachdem wir das Kind von Assyrien jetzt deutlich besprochen haben, das Kind in Ägypten. Und das wird der Gegenstand der nächsten Lesung von Babylon nach Rom sein. Ich danke euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Kommentieren, fürs Fragen, fürs Beantworten meiner offenen Fragen, fürs Kommunizieren. Ich danke euch für eure Offenheit, dass ihr lernen wollt. Und dass ihr mir eine Chance gebt,
das zu lesen und dass wir alle ein bisschen was lesen. Weil, wie gesagt, ich habe das Buch hier auch noch nicht gelesen. Ist für mich auch neu. Macht mir Spaß. Ich hoffe euch auch. Und damit hoffe ich, dass ich euch beim nächsten Mal noch sehe. Von daher, herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Gott schütze euch. Und nicht nur, dass er euch schütze, sondern auch, dass Gott dafür sorgt, dass ihr fest im Glauben bleibt. Im Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. Danke euch. Bis zum nächsten Mal. Jörg von Joggler 66 sagt Tschüss.